herzlich willkommen zu meinem Video Leben und Sterben, Vokabeln auf dem Niveau B1, und das ist Teil 2 und es geht um das Thema Sterben und Tod. Ich bin Anna von Free German Lessons Online. Schön, dass du da bist. Learn German with Anna. Learn Deutsch mit Anna. Und lern heute die Vokabeln zum Thema Leben und Sterben. Im ersten Video hast du gelernt, wie gratulierst du zu einem Baby? Und heute lernst du, wie drückst du dein Mitleid aus, wenn jemand gestorben ist. Tante Hermine ist mit 102 Jahren gestorben. Die Angehörigen geben eine Todesanzeige in der Zeitung auf. Das ist also eine Todesanzeige. Schauen wir uns die Todesanzeige an. Ganz am Anfang steht ein Bibelzitat oder ein Spruch. Manchmal sieht man, ob derjenige krank war oder wenn es ein Unfall war, dann kann man das hier erkennen. Aus unserem Leben wurdest du genommen, aber nicht aus unseren Herzen. Hier findest du dann den Namen und bei Frauen sehr oft geborene Schubert, das heißt, es ist der Mädchenname, den Namen, den sie vor der Hochzeit hatten. Hier sind dann Geburtsdatum und Todesdatum. Hier kommt die Information, wann die Beisetzung ist, also wann ist die Verabschiedung. Wir verabschieden uns von unserer Hermine am Dienstag, 16. September um 10.30 Uhr in der Kirche St. Helena. Hier kommt jetzt dann die Familie in lieber Erinnerung und die Namen, manchmal auch die Familienbezeichnungen. So, jetzt sprechen wir über die Beerdigung oder auch Beisetzung. Zur Beerdigung kommen Familie und Freunde und der Pfarrer spricht über das Leben von Hermine. Das Grab wird mit Blumen und Kränzen geschmückt. Die Angehörigen beten am Grab und zünden Kerzen an. Das hier ist also das Grab, die Angehörigen, das ist also der Name für die Familie. Freunde schreiben eine Kondolenzkarte. Sie geben Geld, doch manchmal bitten die Angehörigen um eine Spende, zum Beispiel für eine Hilfsorganisation oder wenn die Person Krebs hatte, dann zum Beispiel für eine Organisation, die in der Krebsforschung tätig ist. Wenn die Angehörigen kein Geld wollen, sondern eine Spende, dann steht das auch in der Todesanzeige. Das hier ist ein Beispiel für den Text für eine Kondolenzkarte. Man kann schreiben an die liebe Trauerfamilie: Zum Tod eurer lieben Mutter und Großmutter möchten wir euch unser tiefstes Mitgefühl aussprechen. Wir wünschen euch viel Kraft für die schwere Zeit der Trauer. In stiller Anteilnahme, eure Familie Müller. Das ist ein sehr klassischer Text. Du musst hier auch nicht besonders kreativ sein. Wenn du sehr nah mit der Familie bist, dann schreibt man natürlich ziemlich persönlich. Man kann auch noch schreiben, ich bin für euch da und ich werde euch helfen und so weiter. Und wenn du deinen Arbeitskollegen oder Freunden sagen willst, dass jemand gestorben ist, dann kannst du das so sagen. Mein Vater ist gestern gestorben. Es war sehr unerwartet, also es war plötzlich. Oder er war lange krank und hat gelitten. Ja, er hat gelitten, das heißt, es ist ihm nicht gut gegangen. Und dann ja, kann man damit einfach noch ein bisschen genauere Infos geben. So, wie reagierst du, wenn das dir jemand erzählt? Also wenn du einen Arbeitskollegen oder Freund hast, dem du dein Beileid aussprechen willst, also so nennt man das, man spricht sein Beileid aus, kannst du sehr einfache Worte wählen. Du musst hier nichts kompliziert machen. Du kannst sagen, mein Beileid für deinen Verlust, es tut mir sehr leid. Bitte sag mir, wenn ich etwas für dich tun kann. Also diese Worte können sehr, sehr einfach sein. Du kannst hier eigentlich keinen Fehler machen. Wichtig ist einfach, dass man
etwas sagt und dass man sagt, es tut mir leid für deinen Verlust. Du kannst auch einfach nur sagen, es tut mir leid. Wenn du jetzt Fragen hast, dann schreib mir doch unter das Video. Ansonsten, war's das für heute? Hast du gewusst, wenn mich nur jeder Hundertste auf Patreon von diesem Video unterstützt, dann kann ich meinen YouTube-Channel zum Beruf machen, kann mehr und bessere Videos machen. Bitte unterstütz auch du mich mit nur $3 im Monat. Hier ist mein Patreon-Link und den findest du auch hier. Ich sag ein ganz, ganz großes Dankeschön an Imola, Thomas, Krzysztof und Joan oder Johan. Ihr seid super, super, super klasse. Und ja, ich freue mich, wenn auch du kommen würdest. Komm auf meine Internetseite. Vergiss nicht, mich zu abonnieren. Du findest hier auch den Patreon-Link und natürlich das neue Video. Viel Spaß beim Deutschlernen. Bis bald. Tschüss.